Ich kenne dich, Alicia de Roux. A Plague Tale Innocence. Oder? Wie spannend kann eine Reise ins Spätmittelalter überhaupt sein? Es fängt alles ganz friedlich an. Ein Spaziergang durch eine idyllische Waldlandschaft in Frankreich im 14. Jahrhundert. Aber leider kippt die friedliche Atmosphäre ziemlich schnell ins Gegenteil. Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Wir schlüpfen in die Rolle der jugendlichen Amicia und müssen mit unserem Bruder Hugo, der an einer seltsamen Krankheit leidet, flüchten. Grund dafür ist eine Rattenplage und Inquisitoren, die unsere Brüder abholen wollen. Praktisch im letzten Moment verhilft uns unsere Mutter hier noch zur Flucht. Von hier weg sind wir ganz auf uns allein gestellt. Im Kampf steht uns nur eine Steinschleuder zur Verfügung. Wir lernen aber ziemlich schnell, was man mit dieser so alles anstellen kann. Hast du plötzlich Angst, jemanden umzubringen? A Plague Tale Innocence ist kein Actionspiel mit ausgeklügelten Mechaniken. Statt Konfrontation zu suchen, ist es so auch oft gescheiter, wenn wir im Dunkeln agieren und die Wachen zum Beispiel ablenken, um uns an ihnen vorbeizuschleichen. Durch das ist man gameplay-technisch vielleicht etwas limitiert, kann dafür die ganze Atmosphäre des Spiels umso besser aufnehmen. Eine besondere Erwähnung verdient an dieser Stelle sicher auch der Soundtrack von Olivier Durivière, der die ganze bedrückte Stimmung des Mittelalters sehr schön überbringt. A Plague Tale Innocence ist eine mitreissende Geschichte, die unter die Haut geht. Und darum definitiv eine Empfehlung für jeden, der schon immer mal wollte, in eine glaubwürdige Mittelalterwelt abtauchen. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Ob wir ihn